Hallo und willkommen zurück. Ja. Pack. Was so? Und so. Gruß. Oh, da ist hat meine Flasche geknackt. Naja, okay. Setzen wir das mal so. Ja, niedrige FPS-Zahlen. Er benimmt da gar keine Befehle mehr oder nur geringfügig. Oder doppelt. Man glaube ich denkt, er hat irgendwas verpasst und muss ihn zweimal setzen. Wenn man diese Drehebene noch verändern könnte, ne? Dass man die dann halt irgendwie noch mit der Tastenkombination finden könnte. Nee, wollte ja noch einen Schub runtersetzen. Immer versucht zu drehen. Hier müssen wir wieder drehen. Gut, machen wir das so. Ja, Steuerung D. Bitte nehmen Sie. Nehmen Sie alles, was Sie brauchen. Spiel. Ah. Wir müssen jetzt auch versuchen, mit der. Eine leicht runde Form hinzubekommen. So angedeutet, ne? Ah, ich sehe einen Albino blauen V. Okay. Was ist da? Ah! Ich verklick mich immer. Da habe ich mich echt verklickt, ne? Vorne, da. Stimmt, hier haben wir noch andere Seiten. Alles ziehen. Ja. Zack, ein FPS gab. Geil. Ja, sehr schön. Und dann nach hinten setzen. Ah, die Tiere haben schon wieder. Kleine Problemchen. Vielleicht lösen sie sich ja von gleich von selbst auf. Würde das auch mal interessieren, ob das Personal so ein bisschen lernfähig ist. Wenn man denen ständig hilft, ob die denn auf diese Hilfe quasi, dass ich sie ständig unterstütze, dass sie das lernen. Quasi so eine Faulheits-KI oder sowas. Was sich denn darauf verlassen, dass ich das denn gerade ziehe? Ob die keinen Bock haben. Ey, so ein Gefühl habe ich echt manchmal. Unterstützt man sie, weil sie vielleicht gerade viel
nicht vor Ort sind oder das nicht gecheckt haben. Und ich es dann ständig machen muss, obwohl genug Personal da ist. Oder ob die KI einfach, ich sage mal, kaputt ist. Oder wie die Mitarbeiter handeln. Gibt man ja aber trotzdem, sonst kommen wir zu gerade. Ein ganz bisschen nur. Struktur ist alles. Das wäre echt schon gleich immer rum. Dann gucken wir uns das nochmal von einer Ferne an. Ja, hier müssen wir so setzen. Ich eiskalt schon mal sagen, wir jetzt noch hier so eingegen. Oh, perfekt. Jetzt gehen wir hier rum. Bleiben Sie hier. Hallo. Jo, noch sehr clean, aber auch sehr cool. Ja, Spiel, ich würde gerne was tun, aber sie lassen mich nicht. Das Gehege ist zu klein. Explosionsartig explodiert die Population. Lagerzelle. Okay. Bleiben Sie hier. Da. Na? So. Entlassen wir euch in die Natur. Oh, da Magazelle. Euch können wir verkaufen. Okay. Das juckt hier auf jeden Fall nicht, aber das sollte man ja so an sich hinbekommen. Du bist schwanger. Okay. Mal sagen, alles unter 1200 fliegt erstmal raus. Aber sonst noch? Wasseraufbereitung. Muss repariert werden. Jedes Jahr, wir machen alle 6 Monate. Okay. Am Ende des Zykluses. Könnte es auch laufen. So ist es nicht. Ich sehe den Elan hier bei der Arbeit habt, ne? Bin ja für Work-Life-Balance, ne? Aber. Look
Nur kein Stress. Es fällt bald aus, ne? Aber Barriere im Gehege. Mach keinen Stress. Alles wird gut. Nur kein Stress. Meine Sache, was stimmt mit den Personalien? Sortiert er nicht danach, was? Wüste. Pendelt und unterwegs in die. Gibt ein technisches Problem. Wüste, Oase. Und komplett verarschen? Machen wir das eben so. Ja, Ostasien. Weißt du, hier ist alles schon am Brennen, am Rauchen und was weiß der Geier? Okay, was haben wir denn? Haben wir hier? Also wir haben immer noch 0 Volt. Das ist eine identische Anzeige. Guck mal, Überbelegung. Wer hätte das gedacht? Max. Okay. Erstmal wieder mal den Puma. Jetzt speichert er das, ne? Das Spiel, ne? Hier schon gerne weiterbauen. Ja, noch ist es sehr glatt. Das wird sich aber ändern. Wenn wir jetzt aber sagen, Vulkan. Wir fangen erstmal nur von innen an, das zu verkleiden. Haben wir... Dass wir erstmal einmal grob übertapezieren. Dass wir wissen, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, ob das jetzt optisch so ansprechend ist. Aber es ist erstmal nur ich nenne es mal Ersttapete. Um einen gewissen Grund zu schaffen. Arbeiten wir es noch ein bisschen raus.
Ja, sticht das schon so ein bisschen durch. Müssen wir erstmal so machen. Also die erste Tapete. Nur mal um ein Gefühl, um vorzufühlen. Wie wir das nachher schön auskleiden hier. Hier, ringsrum. Jetzt setzen wir die erstmal runter. Okay. Das ist auch so ein Kranz modellieren, so ein Übergang. Ja, das. War das so? Haben wir da nicht was Breiteres? Okay, ja, wir müssen erstmal was wegmachen. Wird jetzt was anders werden. Probier jetzt einfach mal was. Jetzt erstmal was. Können wir immer noch abreißen wieder. Bin auch ein bisschen versucht, so eine Mischung, also die Gesteine jetzt nochmal so ein bisschen zu vermischen. Dass wir nicht so eine klare Abgrenzung haben. Können hier auch noch von diesem Vulkangestein oder nachher auch noch Lavagestein ein paar als Leuchtmittel in den Vulkan setzen. Müsste auch ganz geil aussehen. Ah, wir müssen hier noch so ein paar Steine reinsetzen, ein paar dunkle. Ich glaube, das würde besser kommen. Schluck rein. Ah, so ganz glücklich bin ich noch nicht. Thank you.
Wortchen. Oh. Ich muss jetzt einfach mal niesen. Oh. Oh, den haben wir jetzt erstmal, ich kann mal sagen, wir haben jetzt erstmal den Grund, das Grundgebäude. Jetzt bauen wir die Details. Jetzt bauen wir die Details raus. Oh, nee, rot. Okay. Können wir das nicht einfach noch eine Runde drehen? Das dahin. Jetzt die Details rausarbeiten. Hier müssen wir noch was reinsetzen, dass wir ein bisschen die Übergänge ein bisschen kommen. Oh, zack. Ah, dass es nicht so schwebt halt, ne? Wenn das da ein paar Lücken sind, ist ja okay. Die können wir gleich noch mit anderen Steinen auffüllen. Sollten wir ja so hinbekommen. Gut, jetzt ist es wirklich nur noch Details rausarbeiten. Glaubwürdigkeit schaffen, dass es auch wirklich ein so gewachsen ist hier oben. Das ist das, was nochmal richtig, richtig Zeit frisst. Ah, genau. So muss das schon aussehen. Dahin. Dahin. Mal so ein bisschen runter. Bin auch ein bisschen versucht. Viel mehr Grün reinzusetzen oder einen erdigen Boden. Kriegen wir jetzt noch den Tropenfels mehr ins Spiel?
wir die Mischung hinbekommen. Sind ja nicht immer generell alle Felsen grün? Ja, auch die, und die unter Wasser stehen, sondern wir da ein bisschen andere Kontraste reinbekommen. Deswegen sage ich auch immer so mal. Na gut, ist das dunkel. Jetzt haben wir so das nächste. Und jetzt gehen wir einfach mal einen Schritt zurück. Gucken uns das an. Wenn es halt möglich ist, ne? Wenn wir noch was sehen. Genau, wenn wir jetzt sagen, wir machen Erde schwer. Gucken uns das erstmal an. Oh. Ah, ja. Wirkt ein bisschen weicher, ein bisschen smoother. Ja, genau, ne? Sieht gut aus. Jetzt ist halt die Sache, wenn wir jetzt sagen, das Gras kurz. Wie sieht jetzt Gras lang unter Wasser aus? Oh. Jetzt müssen wir mal rum. Ja, geil. Auf der Entfernung sieht man das jetzt nicht, aber wenn wir jetzt hier sind und da Wasser jetzt noch Details reinsetzen mit Tropengestein, dass wir so ein bisschen diese Kontraste hochkriegen und dass wir es dick bauen. Wenn wir jetzt einfach mal das Tropengestein. Pen? Fangen jetzt einfach mal an, noch normale Steine zu setzen. Noch so. Wo denn wieder bei der Glaubwürdigkeit sind, oder? Realistik, ne? Diese. Wenn man schon das so macht. Und jetzt Schicht für Schicht. Einfach mehr auf Realistik setzen. Dass diese Steine halt wiederkehren, nicht, dass man einfach so wie abgeschnittene. Linien hat. Und dass diese Steine halt jetzt schon wieder auftauchen, wieder vorkommen. Man kann jetzt auch hier unten auch schon sagen, wir machen noch ein bisschen Vulkangestein so zwischendurch und. Ich weiß jetzt nicht, ist ein Vulkan generell, ich sage mal, glatt? Mir jetzt noch mal Bilder von Vulkanen angucken. Ich glaube, ein Vulkan, wenn da schon mal irgendwie ausgebrochen ist, glaube ich, hat er so
also fließende Form. Ja, aber das war jetzt hier so, wo wir direkt nach abbilden können. Das wäre jetzt sehr aufwendig, so eine fließende Form aufzubauen. Ich möchte es ja eigentlich auch nur andeuten. So ein bisschen minimalistisch. So viele Steine. Ich will gar nicht wissen, was wir hier an Steinen verbraten haben. Das will ich echt gar nicht wissen. Obwohl, eigentlich will ich es doch wissen. Wäre jetzt nicht einmal schon rum? Hier muss man was anderes setzen. Nee, du bist wieder zu groß. Was haben wir denn noch? Nee. Muss doch langsam mal rum sein. Schicht für Schicht. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Niemand hat gesagt, dass es schnell geht. Einen Schritt daneben treten, also einen Schritt wegtreten. Ja, wir müssen jetzt überall noch Steine reinbauen, dass er hinkommt. Aber das werden wir in der nächsten Folge tun. Dahin, ciao.